Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wenn ich Besuchergruppen oder Schulklassen hier im Hohen Hause begrüße und dann so etwas darüber berichte, womit wir uns im Sportausschuss unter anderem auseinandersetzen, dann fällt auch immer ein Begriff, und das ist der Begriff Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, was natürlich aufgrund der Sperrigkeit des Begriffs dann durchaus zu Heiterkeit führt und dann auch so in der Diskussion man am Anfang den Eindruck hat, eigentlich ist das ganz weit weg, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und dann erkläre ich, was das ist. Und dann erkläre ich, dass da geregelt wird, das Verhältnis zwischen Anwohnern auf der einen Seite und Sportvereinen auf der anderen Seite. Und auf einmal kommt in der Diskussion bei den Besuchern und bei den Schülerinnen und Schülern, dass jeder bei sich vor Ort im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt konkrete Beispiele kennt, wo es eben zu Streitigkeiten zwischen Vereinen und Anwohnern kommt. Und deshalb geht es hier bei dieser Sportanlagen-Lärmschutzverordnung um die 90.000 Vereine bei uns vor der eigenen Haustür. Und ich bin sehr froh, dass wir heute nach einem nicht ganz einfachen Abstimmungsprozess sowohl mit der Bundesregierung als auch hier im Bundestag diese Reform als Große Koalition beschließen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben richtig etwas für den Sport und für die Vereine in Deutschland erreicht. Denn natürlich gibt es bei dem Thema klassischerweise einen Interessenskonflikt. Wir haben auf der einen Seite natürlich die einzelnen Interessen und die Bedürfnisse von Anwohnerinnen und Anwohnern. Wir wollen ein gutes Wohnen, ein gutes Lebensumfeld in der Nähe von einem Sportplatz auch haben. Aber wir haben eben auch die allgemeinen Interessen von Sportlerinnen und Sportlern in den vielen Vereinen, die den Trainings- und Spielbetrieb ja irgendwie organisieren müssen. Und zwischen diesen Interessen muss gut abgewogen werden. Und wir haben das hier auch in einzelnen Reden gehört. Auch bei uns im Ausschuss loben wir ganz oft die Rolle des Sports, weil er wahnsinnig viel leistet, weil er unsere Gesellschaft zusammenhält. Er sorgt für Integration, steht für Fair Play und Zusammenhalt. Und wir loben zu Recht die positiven Aspekte des Breitensports, Gesundheit, Prävention und vieles anderes. Und da ist auch eins klar, jeder, der den Fußballplatz der Couch vorzieht und jeder, der lieber in der Gemeinschaft mit echten Menschen aktiv Sport treibt, statt passiv vor dem Smartphone zu sitzen, der ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Und daher muss umso mehr gelten, Leute, die Sport machen wollen, brauchen dann auch die geeigneten Möglichkeiten dazu. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist unsere Abwägung in Richtung des Gemeinwohls, dass wir sagen, für die Vereine und für den Sport so wichtig. Und wir können sagen, heute ist ein guter Tag für Sportdeutschland. Wir schaffen, es wurde von den Vorrednern schon erwähnt, vor allen Dingen Rechtssicherheit bei der Frage älterer Sportanlagen. Aber wir erweitern auch die Nutzungsmöglichkeiten für den Sport selbst. Mit der Verordnung bekommen die Vereine und ihre Sportstätten Rechtssicherheit und Klarheit darüber, dass es nach einer Sanierung oder Modernisierung von älteren Anlagen eben nicht zu größeren Lärmschutzauflagen kommt. Und bisher gab es auch auf diesem Feld immer wieder Anlass für Klagen. Wir haben die Beispiele aus Hamburg, wo es einige Fälle gab, wo es eben nach einer Umwandlung von Hartplatz zum Kunstrasenplatz immer wieder zu Konflikten kommt. Wir haben jetzt diesen Kriterienkatalog, der ist angelehnt an das, was aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und man sieht auch, da kommt ja mal was Gutes aus Nordrhein-Westfalen. Das ist ja auch ganz gut. Das kann ich ja als Nachbar aus Rheinland-Pfalz dann durchaus sagen. Und der viel zitierte Kunstrasenplatz oder der Einbau von einer neuen Flutlichtanlage stellen hiernach kein Problem mehr dar. Ja, wir erweitern auch den Zeitraum, währenddessen die Sportanlagen in den Ruhezeiten genutzt werden können, deutlich. Und ich sage Ihnen das auch mal so aus tiefstem Herzen. Ich finde es schön, dass wir hier gegen den politischen Mainstream gehen, der ja eigentlich sagt, immer leiser, leiser, leiser. Beim Sport haben wir hier mal etwas sozusagen gegen diesen Mainstream gemacht. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es einfach den Vereinen vor Ort sehr viel besser hilft, ihren Spielbetrieb, der ja vor allen Dingen auch am Wochenende und Sonntag stattfindet, hier zu organisieren. Jetzt würde ich trotzdem noch mal gern auf das Thema Kinderlärm eingehen, weil es natürlich auf den ersten Moment so klar wirkt, warum macht ihr das eigentlich an der Stelle nicht? Und zwei Punkte. Erstens, und jetzt erzähle ich Ihnen das aus der Praxis eines Dorffußballvereins SV Rot-Weiß-Seebach in Bad Dürkheim. Wir haben nur einen Platz, aber 12 Jugendmannschaften. Und es ist ganz schwierig,
das Ganze dann so zu organisieren, dass sozusagen nachmittags die Kleinen spielen und abends die Älteren. Bei uns, wir haben ganz oft die Situation, dass wir gar nicht anders können, dass eben auf der einen Seite die F-Jugend spielt, die Kleinen, und auf der anderen Seite die Größeren mit dabei sind. Und dann ist schon die Frage, die uns eben in der Anhörung nicht beantwortet werden konnte, und zwar von keinem der Sachverständigen: Wie wollen Sie sozusagen in der Praxis dies auseinanderziehen? Und das ist einer der aus meiner Sicht klaren Probleme. Und Sie haben jetzt ja, Herr Maywald, auch angesprochen, die Jahrgänge bis 14. So einfach ist es eben nicht. Zum Beispiel im Fußball ist es eben nicht so, dass es bis 14 die C-Jugend geht, sondern das ist der Jahrgang 2002 und 2003. Und da haben Sie auch jetzt wieder aus der Praxis das Problem, dass Sie eben im Jahr 2017 dann auch 15-Jährige mit dabei haben. Sie merken also, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann ist eben dieses, was vielleicht so ein bisschen augenscheinlich am Anfang ist, sehr, sehr schwierig in der, praktischen Durchsetzung, und deswegen machen wir es an dieser Stelle nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sport muss dort sein, wo die Menschen leben und arbeiten. Ich finde, dass ein wohnortnahes Sportangebot sozusagen Daseinsvorsorge ist, und Anwohnerschutz darf dann nicht bedeuten, dass Sport nur noch außerhalb der Stadttore möglich ist. Wir wollen, dass der Sport auch innerstädtisch, auch abends und auch am Wochenende stattfinden kann, und dieser Entwurf hilft dabei sehr. Bei allem inhaltlichen Lob, das ich hier auch gesagt habe, möchte ich dann aber schon auch sagen, es ist jetzt höchste Zeit in diesem Hohen Haus. Wir haben lange diskutiert. Ich erinnere mich an eine Sportausschusssitzung im Januar 2015, wo der Staatssekretär uns schon angekündigt hat, dass die Weiterentwicklung des Salvo zügig kommt. Das hat jetzt etwas gedauert. Umso wichtiger ist es, dass wir es heute auf den Weg bringen. Und dann geht es auch durch den Bundesrat und kann dann im Sommer in Kraft treten. Das ist, glaube ich, ein gutes Signal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist jetzt Michaela Engelmeier, SPD-Fraktion.